Sammy Deluxe, live und direkt hier vom Tor zur Welt, Hamburg City, Digga. Als Hafenstadt sind wir bekannt für eine Vielfalt an Kultur und vor allem Musik. Und Musik ist das, was unser Leben definiert, unsere Gefühlswelt widerspiegelt und unser ganzes Leben begleitet. Also, let's go! Fördert seit 10 Jahren Hamburger Institutionen, die sich dafür einsetzen, die Musikvielfalt in Hamburg weiterzuentwickeln. Es beginnt quasi bei Null mit unseren Babykonzerten und im Prinzip geht unsere Musikvermittlung bis 99. Aber das Wichtigste sind natürlich Kinder und Jugendliche. Hier ist die Haspa ein wunderbarer Partner, vor allem die Haspa Musikstiftung, die sowohl Kinderprogramme wie heute, als auch die Schülerkonzerte, als auch unser Programm Red Ticket unterstützt. Die Haspa selbst ist ja auf Ewigkeit ausgerichtet und dazu passt dann auch eine auf Ewigkeit ausgerichtete Musikförderung für unsere schöne Stadt. Und so ist dann die Idee zur Haspa Musikstiftung entstanden, natürlich unter dem Dach der Haspa Hamburg Stiftung. Die Hamburger Musikszene ist natürlich enorm groß und es gibt viel Raum für Kultur, aber es ist sehr teuer und es gibt wenig Geld für Kultur. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, deswegen ist es wichtig, dass es gefördert wird. Ohne die Haspa Musikstiftung würde und wird es diesen Preis nicht geben. Das ist die Realität. Kulturförderung braucht Geld. Es gibt so viele klassische Pianisten, die sich nie wagen würden, mit einem Jazzpianisten zusammenzuarbeiten. Oder der Jazzpianist möglicherweise die Nase rümpft, mit einem Klassiker zusammenzuarbeiten. Und wenn dann der Boogie Woogie noch dazu kommt, vielleicht sogar ist das einzige Projekt der ganzen Welt in dieser Art. Ich glaube, dass Musik immer was Positives in den Menschen auslöst. Das Tolle an dem Förderprojekt ist, dass wir auch jedes Jahr jeweils 2 Meistergeigen an ein anderes Kind weitergeben. Diese Meistergeigen haben wir mal bei Anneke Degen, einer Hamburger Geigenbaumeisterin, bauen lassen. Und es ist toll, jedes Jahr zu sehen, welches Kind diese Geige wieder übernimmt und damit auch besser zu werden mit diesem guten Instrument. Ja, die ist echt klasse. Ich finde sie echt toll. Was das Schöne daran ist, ist, dass man sich ohne Sprache äußern kann, dass man kommunizieren kann mit anderen und auch mit sich selbst, glaube ich, über Musik und durch Musik. Und die Gelegenheit zu bekommen, ist natürlich unglaublich. Wie ihr gesehen habt, ist Musik die universellste Sprache von allen. Und darum geht es auch weiterhin für die Zukunft. Es geht darum, Jugendliche, um Projekte zu fördern, zu pushen für die nächste Generation.